Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch das Buch Der Alchemist von Paulo Coelho vorstellen. Der ist vom Roman Diogenes Verlag. Diogenes. Paulo Coelho wurde 1947 in Rio de Janeiro geboren und er hat ziemlich viele Reisen gemacht, was seine Bücher auch inspiriert hat, besonders dieses hier. Die meisten seiner Bücher wurden in vielen Sprachen übersetzt, was auch zeigt, dass er ein sehr guter Autor ist. In diesem Buch geht es um einen jungen Hirten namens Santiago, der mit seinen Schafen durch Spanien reist und der zweimal hintereinander den gleichen Traum hat. Und das ist für ihn sehr wichtig. Und mit diesem Traum geht er dann zu einer Wahrsagerin. Und dieser Traum ist, dass ein Kind mit seinen Schafen spielt und dann ihn an der Hand nimmt und ihn zu den Pyramiden von Ägypten bringt und ihm zeigt, dass dort ein Schatz ist. Und er wacht aber auf, kurz bevor das Kind ihm zeigen kann, wo der Schatz genau ist. Mit der Aufforderung von der Wahrsagerin geht er dann zu den Pyramiden von Ägypten los. Und er macht halt eine lange Reise, wo er ziemlich viel fürs Leben lernt und sich selbst in Frage stellt. Und ich glaube, dass insgesamt seine Reise mehrere Jahre dauert. Auf seiner Reise wird er dann auch viele verschiedene Menschen treffen, mit denen er mehr oder weniger sich befreundet. Unter anderem einen Alchemisten, woher auch der Name des Buches kommt. Und diese verschiedenen Menschen werden dem Einzelnen auch jedes Mal etwas fürs Leben mitbringen. Und ich lese euch mal das Stück von der Wahrsagerin vor. Die Alte blieb noch ein Weilchen stumm. Dann griff sie erneut nach seinen Händen und begann sie genauestens zu studieren. »Ich werde dir jetzt nichts abverlangen«, sagte die Alte, »aber ich möchte ein Zehntel deines Schatzes, wenn du ihn findest.« Der Jüngling lachte vor Freude. Er durfte um eines erträumten Schatzes willen das bisschen Geld behalten, das er noch besaß. Sie musste tatsächlich eine Zigeunerin sein, die sind ja so dumm. »Also gut, dann deute den Traum«, bat sie der Jüngling. »Vorher musst du mir noch schwören, dass du mir tatsächlich den zehnten Teil deines Schatzes abgibst, als Lohn für das, was ich dir sagen werde.« Der junge Mann schwor und die Alte bat ihn, den Schwur vor dem Christusbild zu wiederholen. »Hier handelt es sich um einen Traum in der Sprache der Welt«, sagte sie. »Ich kann ihn deuten und es ist eine sehr schwierige Auslegung. Darum ist es nur gerecht, wenn mir ein Teil deines Fundes zusteht. Die Deutung ist die folgende. Du sollst zu den Pyramiden von Ägypten gehen. Ich habe zwar noch nie etwas von ihnen gehört, aber wenn dir ein Kind den Weg gewiesen hat, dann gibt es sie wirklich. Dort wirst du dann einen Schatz finden, der dich sehr reich macht.« Der Jüngling war erst überrascht, dann enttäuscht. Dafür hätte er nicht kommen müssen. Doch schließlich brauchte er auch noch nichts zu bezahlen. »Für diese Auskunft hätte ich meine Zeit nun wirklich nicht zu verschwenden brauchen«, meinte er. »Darum sagte ich bereits, dass es sich um einen schwierigen Traum handelt. Die einfachen Dinge sind die ungewöhnlichsten, die nur die Gelehrten verstehen können. Da ich aber keine Gelehrte bin, muss ich andere Künste anwenden, wie zum Beispiel das Handlesen.« Ich habe dieses Stück ausgesucht, um euch vorzulesen, weil es der Moment ist im Buch, wo sein Traum halt aufgefordert wird, Wirklichkeit zu werden. Und ich glaube, das ist wirklich eins der Botschaften halt, dass man seine Träume leben soll. Und ich glaube, dass diese Wahrsagerin wirklich wichtig war, sonst hätte er wahrscheinlich seinen Traum nie versucht, in Realität zu bringen. Und das hätte dann halt nie zu einer großen Reise geführt, was ihn auch wahrscheinlich auch nie weitergebracht hätte in seinem Leben. Ich habe dieses Buch auf jeden Fall sehr gemocht. Ich habe darüber auch sehr viel nachdenken müssen, nachdem ich das gelesen habe. Es ist nämlich schon ein ziemlich philosophisches Buch. Ich denke auch, dass jeder, der das liest, darüber nachdenken muss. Es wirft Problematiken auf, wie zum Beispiel der Sinn des Lebens oder die Menschheit. Und ich glaube, dass es wirklich deshalb sehr interessant ist zu lesen, weil man sich dann Fragen stellt über sich und über was man eigentlich will
und was man tut dafür, für das, was man möchte. Ich bin der Meinung, jeder sollte dieses Buch gelesen haben, nämlich ist es wirklich ein Klassiker. Meiner Meinung nach natürlich. Also, ich hoffe, euch hat das gefallen. Auf jeden Fall, wenn ihr dieses Buch schon mal gelesen habt, nämlich ich bin der Meinung, es haben vielleicht mehrere dieses Buch gelesen, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch das gefallen hat. Und ja, das würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.